Hallo liebe Dartsportfreunde, das Target K-Flex Shaft Flight System. Aktuell in aller Munde, für 8 Euro Kampfpreis von Target nach dem Launch direkt auf den Markt geworfen. Ist das jetzt das bessere Shaft Flight System gegenüber etablierten, allen voran das beliebte Condor X, mit dem es ja sehr starke Ähnlichkeit hat? Meiner Meinung nach, nein. Das kann es auch nicht sein, da gibt es auch verschiedene Kriterien. Darüber erfahrt ihr was in diesem Video, auch wenn euch andere YouTube-Kanäle für die Klicks oder für den Fame womöglich anderes erzählen wollen. Aber auf diesem Kanal gilt meine Meinung, meine Eindrücke jetzt nach 3 Tagen Testspielen und das ein oder andere ausprobieren. Und ich komme wie gesagt zu meinem ersten Schluss und sage, nein, es kann es noch nicht sein. Kein schlechtes System, hat definitiv Potenzial, aber auch Verbesserungspotenzial. Also viel Spaß bei diesem Video. Ist doch immer wieder schön, nach Hause zu kommen, wenn deine Pakete schon auf dich warten. Da ist es. McDart hat wie immer schnell und pünktlich geliefert. Lieben Dank dafür. Na dann kann ich das ja auspacken und mir mal selbst einen Eindruck von dem neuen Target K-Flex System machen. Und da sind sie, die neuen K-Flex Flights. Einmal in schwarz und kurz, 19 mm Länge. Dann habe ich sie einmal in transparent, in intermediate mit 26 mm Länge. Und dann klar die dritte Variante und Länge in weiß, einmal in medium 33 mm. Fange ich mal an mit der Länge, die ich sehr oft spiele, intermediate genau dazwischen, also mittlere Länge 26 mm. Und die Dinger gehen jetzt wo auf? Ah, da ist eine Lasche. Ah, okay, gut, zack. Auseinanderbiegen. Und dann hinausschieben. Okay, das geht ja schon mal super einfach. Auch ein schöner Prägedruck auf dem Karton. Erster Eindruck. Auf jeden Fall, wow, glasklar. Das sieht schon wirklich ganz stark nach Condor X aus. Von der Festigkeit. Auch ganz... Ah, ein bisschen vertrautes Geräusch. Und Flexibilität. Interessant. Also es ist relativ starr, deutlich fester als bei den Zero Stress von Condor. Kann man zwar drehen, das stimmt schon, biegen auch in gewisser Weise. Das macht aber erstmal wirklich einen guten Eindruck, könnte mir gefallen. Der Eindruck auf jeden Fall cool. Ja, hier sieht man auch, da ist so eine Führungsrinne dann für die Points, die nachfolgenden, ganz klar, zack, dann... Ah, sogar eine schöne Kerbe, die das Ganze dann ausführt. Also da sollte eine enge Gruppierung möglich sein. Hier hinten sehe ich auch, ist auf jeden Fall eine Verstärkung am Anfang der Flights. Das wird die Haltbarkeit, denke ich mal, auf Dauer gewährleisten. Hier unten allerdings auch, der Steg ist so ein bisschen stabilisierend auslaufend. Das ist so ein ganz kleines bisschen, sage ich mal, die Flight-Aufnahme-Unterstützung L-Style-System. Ich sehe hier so ein bisschen Kombinationen aus den Systemen, die man so kennt. Also wenn Target sich da einfach hat inspirieren lassen und das Ganze nochmal verbessert, könnte das ein cooles System sein. Und hier eine kurze aktuelle Ergänzung. Wenn ihr mal bei Darren auf den Darts Review Channel schaut, dann hat er einen kleinen Bericht dazu rausgebracht, dass sich der Direktor der Felix Corporation, das ist die Firmierung von Trinidad und Condor Japan, also auch Condor X, hat sich unter seinem Beitrag zum Test der K-Flex dazu geäußert, dass Target womöglich deren Registrierung bzw. deren Patente hier verletzt oder einfach missachtet hat. Ja, ich denke, die Ähnlichkeit zu Condor X ist auf jeden Fall gegeben. Das lässt sich nicht verleugnen. Das kann insofern natürlich Beef geben, vielleicht sogar auch Rechtsstreitigkeiten, weil wenn man die Japaner und deren Kultur ein bisschen kennt, die sind anders als, sage ich mal, Chinesen und Co., die wirklich einfach alles kopieren und da auch gar kein schlechtes Gewissen haben und Know-how abgraben. Ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Wie gesagt, ich bin in der Flugzeugindustrie, da musst du extremst vorsichtig sein, wenn du Kooperationen mit Asien hast. Das ist einfach so. Aber Japan, eine ganz andere Hausnummer, da ist das eher wirklich sehr, sehr, sehr beleidigend und auch ja fast eine Schande, wenn man Dinge von denen einfach mobst oder klaut, also sowas gibt es da einfach nicht. Das macht man nicht. Die Japaner sind hochanständige Leute. Von daher kann ich das durchaus verstehen, dass da jetzt ein bisschen Aufregung vielleicht herrscht. Und da finde ich es auch wieder interessant. Ich meine, so läuft manchmal das Business, ne?
Es gibt Juristen, es gibt Patente, da gibt es ja, Tiefen in diesen juristischen Systemen, das mit Sicherheit Target es auch geprüft hat. Wenn man das aber umkehrt und letzten Endes sich woanders Ideen hernimmt, checkt, ob die schon geschützt oder nicht geschützt sind und dann sagt, oh, haben sie vielleicht nicht gemacht, das ausgelaufen, wir machen das jetzt und hauen damit unser eigenes System raus und verdrängen damit womöglichen Wettbewerber am Markt. Okay, man kann sagen auf der einen Seite, hey, hier geht es nur um die Sache, das ist Business. Aber auf jeden Fall ist es natürlich eine Story, die man mal verfolgen könnte, was sich da ergibt. Und ich erinnere mich, dass es mal die Marke Showtime Darts gab, beziehungsweise die gibt es auch heute noch. Aber Target ist ja recht erfinderisch, auch schon lange, was zum Beispiel Grip und Griparten anbelangt und hat sich unter anderem den Pixel Grip ebenso wie andere Griparten patentieren lassen. Was ich schon immer ein bisschen witzig finde, weil da wird kein Verfahren patentiert, sondern eigentlich ein Design. Und was ist Pixel Grip? Im ursprünglichen Sinne ist das eigentlich ein ganz normales Milling von einem Ringgrip mit einem zweiten Milling, und zwar halbrunde Hohlkehlen, die von oben nochmal aufgebracht werden. Also eigentlich keine Besonderheit, aber dieses Design hat sich Target patentieren lassen und ist Showtime Darts, als die einen sehr ähnlichen Dart rausgebracht haben, auch einige andere Anbieter, direkt scharf angegangen. Also Target selbst hat auch schon recht scharf geschossen. Deswegen finde ich das vor diesem Hintergrund auch mal recht interessant. Na dann, rauf auf die Target ALX. Das sind ja Darts, die ich komischerweise noch nie ein Review zu gemacht habe, aber die ich immer noch sehr, sehr gerne spiele, mit denen ich gut zurechtkomme. Und da die Darts so bunt sind, ist das vielleicht bei den transparenten K-Flex gar nicht so verkehrt. Naja, dann schraube ich die mal auf, werfe mich ein bisschen ein und dann schauen wir mal. Alles nochmal kurz zurück, denn beim Aufschrauben ist mir gerade was aufgefallen. Ich nehme dazu mal meine alten, ja, sei drei Tangsten oder so Darts, also Billig-Darts. Das sind No-Name-Darts. Mit denen habe ich mit dem Gewinde immer wieder mal Probleme. Die sind wahrscheinlich nicht so exakt gearbeitet mit verschiedenen Schäften, also beim Aufschrauben. Da gucken wir mal direkt auf die K-Flex, ob die Passung hier gut ist. Und mir ist auch aufgefallen, und da muss ich mal jetzt hier so ein Condor X tatsächlich im Vergleich hernehmen. Hier ist einfach bei den K-Flex etwas mehr Gewindegänge sind da drauf. Und damit lässt sich das System, bin jetzt mal gespannt, ob das hier alles passt, grundlegend schon mal ja, sehr schön festschrauben. Das ist irgendwie so, als ob man hier ein, zwei Gewindegänge mehr hat. Und dann merkt man richtig, wenn es fest ist, geht es hier auch los mit dieser Flexibilität. Ich denke mal, es ist auch gemacht, dass der Schaft wirklich fester sitzt und sich dann hoffentlich nicht lose spielt, je mehr Darts dann hier drauf landen. Das werden wir in der Praxis dann gleich mal sehen. Aber okay, ziehe ich jetzt mal die eine Nummer hier zu Ende durch, schraub mir mal die Schäfte auf, das passt super. Okay, das ist ja mal schön. Okay, passen alle drei, 1A auf meine Billigdarts, das ist ja schön. Das heißt, die passen sowieso auf alle anderen vernünftigen Darts. Und zweite Sache, weswegen ich hier sagen muss, Kommando zurück. Im direkten Vergleich muss ich mal sagen, die Condor X klingt zwar so ein bisschen fester als die K-Flex. Ich würde aber sagen, die K-Flex sind vom Material her durch die Verstärkung hinten und vorne doch nochmal, fühlen sich ein bisschen dicker an. Und wenn ich mal so die Rinne, Führungsrinne nenne ich es mal, vergleiche, die finde ich ist beim Condor X nach wie vor einfach genial gemacht. Das ist ganz schmal, fängt es an, wird dann breiter, nimmt regelrecht den Point in so eine Führungsrinne auf und führt dann auch ganz sanft, ihr seht, das ist genau das Maß auch von den Standardpoints, 2,35 mm, hier 1A am Schaft vorbei. Also die können hier eigentlich nur wie Butter an dem Schaft vorbeigleiten. Beim K-Flex Flight gibt es auch so eine Rinne, der ist jetzt aber, die ist ein bisschen breiter von Anfang an und wird hier auch in derselben Breite einfach dann nach oben mit einer leichten Rundung rausgeführt. Hier finde ich, muss man mal beim Spielen schauen, aber allein bei der Führung kann es mal sein, dass der eben ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, nicht sehr weit natürlich vom Dart selber jetzt rausgeführt wird. Und ich denke mal auch in Kombination, wenn der Flight hinten ein bisschen nachgibt, nimmt sich das dann am Ende nichts. Aber jetzt einfach mal so theoretisch vor der Kamera ist hier diese Führungsrinne, die ist einfach so exakt, dass diese Darts auch ganz, ganz gerade ausgeführt werden.
Ach, und einen kleinen Zwischentest kann ich auch noch machen. Ich habe doch extra diese Condor X Decks gemacht für die längste Variante, die ja natürlich gut reinpassen. Und wenn der Olli jetzt clever genug war, dann habe ich die direkt auch schon passend für die K-Flex Flights. Na, siehe an. Und das ist auch die längste Länge, die 33 mm. Na, die passen doch aber sowas von zuckergeil hier rein. Wunderbar. Also, Kompatibilität der Flexibox, damit auch Haken dran. K-Flex Flights werden ebenso unterstützt. Also, wenn ihr Bock habt, euch eure eigene kleine Dartsbox zusammenzustellen, ähnlich wie diese hier, wo ich jetzt gerade das Swisspoint zum Beispiel mit dabei habe, plus 10 diverse andere Decks, die ihr beliebig kombinieren könnt, geht einfach mal auf ollisdartgarage.de, da kommt ihr dann direkt in den Shop und könnt euch die Dinger konfigurieren. Schön, K-Flex kompatibel. Na gut, neue Flights und da mache ich mal eine Sache, die ich sonst eigentlich noch gar nicht gemacht habe, vermessen. Und zwar die Dicke der K-Flex Flights im Vergleich zu den Condor X. Ich gehe mal von außen nach innen über 3 Punkte. Ich würde auch erwarten, dass die Flights außen natürlich ein bisschen dünner sind als jetzt zur Schaftmitte hin. Da fängt es hier bei 0,436 mm an. Wenn ich das ein bisschen löse und jetzt mal so grob in die Mitte von dem Flight gehe, sind es 0,456 mm. Nochmal lösen und so ein bisschen an die Mitte von dem ganzen Ding rangehen, dann sind es 0,494. Also aufgerundet 0,5. Hier oben haben sie ja auch nochmal eine Verstärkung. Hier würde ich auch ein bisschen dicker jetzt erwarten. Ja, und das sind 0,570. Okay, dazu dann mal im Vergleich jetzt die Condor X. Nehme ich mir die mal ein bisschen hier näher ran. Zack, so. Fange ich auch wieder mal ganz außen an, wo sie eigentlich immer am dünnsten sein sollten. Sind auf jeden Fall dünner, das sieht man jetzt schon. 0,384 zeigt er mir hier an. In der Mitte der Flights 0,390 und dann noch mal möglichst dicht an der Mitte 0,395. Okay, ganz oben, wobei da sind sie überall gleich, da dürfte jetzt eigentlich der Unterschied nicht riesig ausfallen, 0,377, ja, das haut in etwa hin. Also die Condor X sind insgesamt auf jeden Fall dünner. Interessant deswegen aber, weil vom Gewicht her dennoch die K-Flex durch die Bank weg über die 3 Größen, also Short, Intermediate und Medium, leichter sind. So Jungs und Mädels, wie bin ich's angegangen? Zunächst einmal zur Einordnung. Ich selbst spiele gern Standard-Flights, L-Style oder immer mehr auch das System von Cosmo Darts, weil damit meine Darts einfach in einem etwas aufrechten Winkel im Board stecken und so kann ich sie dann halt gern mal anspielen, um entweder jetzt eine enge Gruppe hinzukriegen, Triple oder Double halt zu treffen oder wenn es halt klappt, über einen Marker-Dart, der etwas außerhalb liegt, dann doch noch den Check-Dart zu landen. Bei Shaft-Flight-Systemen wie jetzt dem Condor X wird bei mir der Steckwinkel der Darts oft deutlich flacher und je länger die Schäfte sind, dann sowieso. Und auch das neue K-Flex-System von Target macht da jetzt erstmal keinen Unterschied. Also bei mir ist ja bei jedem individuell, je nachdem wie ihr werft, welche Darts ihr spielt und so weiter. Aber ich sag's ja, bei mir macht's da keinen Unterschied. Die festen Shaft-Flight-Systeme wie Condor X oder auch K-Flex landen bei mir deutlich flacher schon mal im Board. Und aktuell gibt es von Target leider auch nur die Slim-Shape-Flight-Form, die oben sogar noch geringfügig anders ausgeformt ist als jetzt zum Beispiel bei Condor X im direkten Vergleich. Und die scheint mir teils sogar die Tendenz zu haben, ich sag mal, den Justin Pipe zu machen, also mit dem Arsch sehr flach oder ganz nach unten im Board zu stecken. Wer seine Darts gern jetzt drauf oder drüber legt, bestimmt prima. Ich mag es eigentlich genau andersrum. Also für mich ist das ein Problem. Popo, also Flight, muss bei mir rauf, damit die nachfolgenden Darts halt, sage ich mal, eher drunter können.
Eins kann ich auch gleich nochmal erzählen. Beim ersten Ausprobieren der K-Flex wurde mir schnell auch deutlich, warum ich mit schwarzen oder ganz transparenten Flights wenig anfangen kann. Klavierlack schwarz sieht bei Setups definitiv toll aus ab und zu, glänzt auch schön, erzeugt dafür aber auch eine Menge Reflexionen, teilweise auch Bilder, die sich dann darin spiegeln. Also am Board selber, mich persönlich, lenkt es ab. Und selbst wenn die Darts dann eben mal flacher im Board stecken und ich wenig Reflexionen habe, dann habe ich halt auf einem schwarzen Feld wie 20 oder 18, sehe ich im Grunde dann den Dart nicht mehr. Also da fehlt mir dann Orientierung. So ist es dann halt auch bei den ganz transparenten Flights. Von daher ist für mich eigentlich eine weiße oder grundlegend eine andersfarbige Variante die bevorzugte. Also, was macht das K-Flex-System nun attraktiv oder besser? Punkt 1, für viele ganz gewiss der vergleichsweise gute Preis von 8 Euro. Das ist definitiv günstiger als L-Style, Cosmo oder Condor, wenn du da jetzt komplette Setups zusammenstellst. Stimmt, also ein Punkt, der hier für K-Flex spricht. Was noch? Da denke ich, gehen wir jetzt mal ans Eingemachte und die wirklich wichtigen Kriterien, gerade auch von so einem Molded Shaft Flight System wie aus einem Guss. Es ist oder wäre in meinen Augen ein gutes System, wenn es geringe bis keine Bouncer gibt, ganz klar. Wenn das System so gut flext, weil warum heißt es auch K-Flex, dass die Deflects, also Ablenkungen in verschiedenen Spielsituationen gering bis gar nicht auftreten. Natürlich auch, wenn es im Verhältnis zum Preis eine gute Langlebigkeit, also Haltbarkeit aufweist. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, gerade bei dem Molded-System, das soll ja deren Vorteil sein, dass dieser 90-Grad-Winkel halt Idealform hat und auch recht lange erhalten bleibt. Und dass die Schäfte, früher oder später werden sie ermüden, aber auch im Vergleich, ich sag mal zum Condor Zero Stress, das ist ja auch ein flexibles Schaftsystem, sehr biegsam, die kriegen im Laufe der Zeit eine Banane und die geht dann nicht mehr raus. Und bei Condor Flex muss man es halt mal beobachten, aber auch hier gibt es irgendwann Ermüdungserscheinungen, stellt sich halt nur die Frage, wann ist das soweit? Ich habe jetzt hier für dieses Video 3 Tage lang viele, viele Darts geworfen, vieles ausprobiert. Dabei habe ich zum einen auch alle K-Flex-Varianten, sowie L-Style, Cosmo und Condor auch auf ein und demselben Dart mal probiert, nämlich den Mission Occult in 23 Gramm, dass ich für mich, ich sag mal, immer gleiche Wurfbedingungen mit dem immer gleichen Dart und Gewicht habe und so dann auch mal gucken kann, wie ist der Steckwinkel, wie kriege ich es mit den Gruppen hin, wie empfinde ich das Flugverhalten, Geschwindigkeit und, und. Da sind ja viele Dinge doch einfach auch individuelle Wahrnehmungen, letzten Endes auch Sachen, wie gut komme ich mit dieser Art von Setup klar. Und dann natürlich noch mal einen gesonderten Blick, sehe ich irgendwie Unterschiede in den genannten Kriterien im Vergleich K-Flex zu den anderen Shaft-Flight-Systemen. Und natürlich wollte ich mir dann im Speziellen noch mal einen Eindruck vom Flugverhalten, vom Bouncern, Deflex und letzten Endes auch ersten Indikatoren zur Haltbarkeit machen. Also habe ich zum Beispiel alle Schaftlängen auf einmal möglichst dicht aufeinander geworfen. Das seht ihr dann auch in den Bildern. Ich habe verschiedene schwere, aber auch raue Darts und unterschiedliche Spitzen ausprobiert. Ich habe auch mal, ich sag mal, bewusst ätzende Kombinationen ausprobiert. Aus einer richtig ekligen Spitze mit Board- und Fingergrip, einer schönen ätzenden Kante beim Übergang, also eigentlich ja gar keinen Übergang zwischen Point und der Barrel Nose. Plus dann am besten auch nochmal einen schönen Dart, der auch noch so einen Raspelgrip hat. Das halt so eine Darts da auch, beziehungsweise das System hinten, ich sag mal, so belastet wie möglich wird, wenn du da triffst. Ich habe es auch ein bisschen auf die Spitze getrieben und ein paar Schäfte auch direkt mechanisch malträtiert, also ganz bewusst einfach immer ordentlich draufgeballert, um halt dann auch mal einen direkten Vergleich mit dem Hauptkonkurrenten Condor X zu haben. Einiges davon wirst du jetzt in den vorbeilaufenden Bildern ja auch schon gesehen haben und ich fasse jetzt am besten, denke ich mal, einfach zusammen, was jetzt aus diesen 3 Tagen für mich an Pros und Kontras, ganz speziell auch zum K-Flex-System, zusammengekommen ist, bevor ich dann nochmal in ein letztes Fazit gehe. Fasse ich mal meine Pros und Cons kurz zusammen. Was auf jeden Fall ein Pluspunkt ist, ist der attraktive Preis. 8 Euro ist echt nicht viel und natürlich so gesehen auch eine Kampfansage aktuell zu den etablierten Systemen.
Es gibt drei Standardlängen, das finde ich grundlegend okay und ich sag mal, bewährt es neutral, weil andere haben das auch, teilweise noch mehr, aber die drei Längen, denke ich mal, sollten auf jeden Fall sein. Auch die Verarbeitung macht auf mich einen guten Eindruck, wenn du die auspackst, wenn du die anschaust, da gibt es keine Mängel oder so, die sich direkt nach dem Auspacken zeigen. Also Verarbeitung, finde ich, macht einen guten Eindruck. Und die Barrel halten auch andersrum, die Schäfte halten wirklich sehr gut und fest auch auf dem Barrel. Da dreht sich auch im Laufe der Zeit nichts lose. Also die zusätzlichen Gewindegänge machen sich hier wirklich positiv bemerkbar. Finde ich, ist definitiv ein Pluspunkt bei den K-Flex. Und sie scheinen tatsächlich im direkten Vergleich zu den Condor X in bestimmten Spielsituationen weniger Deflex, also deutlich geringere Ablenkungen ja, zu haben bzw. zu erzeugen. Ich muss aber relativieren, komme ich gleich noch auf meiner Kontraseite. Denn nachteilig aktuell ist ganz klar, es gibt nur drei, maximal vier Farben. Zwei davon finde ich unvorteilhaft und das war es dann auch schon. Also Farb- oder Designauswahl ist einfach sehr, sehr übersichtlich. Dazu gibt es nur genau eine einzige Slim Shape Form. Man wünscht sich dann natürlich schnell gerne auch die mindestens mal größere Standardvariante, die von vielen auch gerne gespielt wird. Und ein Punkt, den ich hier auf der R-Kontra-Seite anbringen muss, ist, bei der Short-Variante habe ich gar keinen Flex-Effekt, nenne ich es jetzt einfach mal. Das liegt womöglich auch daran, dass, klar, je länger der Schaft einfach ist, umso mehr dehnbares, flexibles Material hast du, umso weniger Impuls oder Kraft brauchst du halt, um das ganze System hier tatsächlich in Bewegung zu bringen. Hast du aber einen kurzen Schaft, wie gesagt, habe ich den Eindruck gewonnen, da flext überhaupt gar nichts. Also da ist es genauso wie bei Condor X auch. Wenn du dann hier drauf triffst, dann drehen sich halt auch eher die Darts selbst im Board und machen Platz, aber da flext nichts wirklich. Und das mit dem weniger Flex oder gar keinen Flex-Effekt bei der kurzen Variante scheint dann tatsächlich auch wieder den Effekt zu bringen, dass man potenziell mehr Bouncer haben kann. Erscheint mir auch ein bisschen logisch, wenn sich das nicht wegdrehen kann, dann kann quasi das Material der Dart kann da nicht weg. Jetzt hast du halt einen Dart, der zum Beispiel eine Kante hat und hier hinten hast du eine verdickte Flight-Aufnahme. Also potenziell wieder doch mehr Trefferfläche, um hier auch harte Bouncer teilweise zu erzielen. Das gleiche gilt im Prinzip für diesen ja, Flight Protector, also den Punkt, wo das Flight-Kreuz sich trifft. Diese Trefferfläche, die ist nicht riesig, aber sie ist immer noch im Vergleich zu Condor X ein kleines bisschen größer. Passiert selten, aber passiert, dass du einen Dart direkt hier drauf landest. Das ist dann genauso wie wenn du einen Dartboard-Dart triffst, dann hast du ebenso wieder einen Bouncer. Und gerade da finde ich, wird es dann nochmal spannend, auch mittel- bis langfristig zu beobachten. Einerseits habe ich jetzt geringere Deflects, mindestens mal bei der mittellangen wie langen Schaftvariante. Okay, da Haken dran. Wenn ich aber umgekehrt bei ungünstigem Setup oder Winkel dann doch wieder potenziell mehr Bouncer oder gleich viele wie bei anderen Systemen habe, dann ist das jetzt wirklich nicht so ein großer Vorteil in meinen Augen. Kann man es vielleicht besser sehen. Aber triffst du dann doch in einem verhältnismäßig steileren Winkel, ich sag mal genau hier diesen Schaftansatz, dann kann das auch zu ganz krassen Deflects führen oder halt direkt zu Bounce-Outs. Hier gibt es irgendwo so eine Stelle, einen Punkt, wo dann ab und zu mal bei mir doch ein Dart irgendwie hängen geblieben ist. Das konnte ich jetzt nicht ewig reproduzieren. Ich meine, triff mal genau diesen einen Punkt da am Schaft, den du da kaum siehst. Aber das ist wirklich so eine Stelle, wo ich denke, da kann Target nochmal nachbessern und muss ich da mal Gedanken machen, diese Ausführung vielleicht doch eher wie bei Condor X dann schmaler zu machen. Und eine Sache ist zumindest bei mir auf der Liste jetzt nochmal auf der Kontraseite, aber das ist jetzt was ganz Individuelles natürlich. Die Art und Weise, wie ich spiele und bei diesen Setups, komme ich halt auf einen eher flachen Steckwinkel oder teils mit dem Hintern nach unten, also so hecklastig. Und das ist halt genau nicht das, was ich gerne haben möchte. Also Pro und Contra im Schnelldurchlauf. Drei Positivpunkte möchte ich hervorheben. Günstiger Preis, Haken dran. Halten gut im Schaft, kostet keine Nerven, Haken dran. Längere Schäfte erzeugen weniger Deflects als jetzt im direkten Vergleich mit dem Condor X-System. Haken dran, positiv. Auf der Kontraseite ein paar mehr Punkte. Noch gibt es einfach wenig Farben. Es gibt nur eine Form. Es gibt noch kein Zubehör in irgendeiner Form. Die Short-Variante, muss ich sagen, stellt sich gar kein Flex-Effekt ein. Für mich zumindest nicht bemerkbar oder nachvollziehbar. Und damit tendenziell dann doch leider wieder Bouncer und Effekte, die ich bei allen anderen Systemen, sage ich mal, genauso habe. Also da muss man wahrscheinlich auch differenzieren, welche Schaftlänge man da spielt. Und das andere Thema, und das kann aber was Individuelles sein, für mich tendenziell in allen Längen leider eher ein flacher Steckwinkel, manchmal sogar hecklastig.
Kann aber ein persönliches, also individuelles Problem sein. Je nachdem, wie stark ihr werft, welche Barrel ihr spielt, wo der Schwerpunkt liegt, ob vorne, mittig oder hinten, oder halt generell, welches Setup ihr da spielt, kann sich bei euch der Steckwinkel ganz anders darstellen. Darum würde ich das jetzt mal nicht so pauschal als quasi negativ oder Ausschlusskriterium für das K-Flex Shaft Flight System hier bewerten. Okay, fasse ich es am Ende hier nochmal kurz zusammen. Das Target K-Flex Shaft Flight System ist definitiv kein schlechtes und auch eins mit viel Potenzial. Aber es ist nicht das bessere Condor X System. Meiner Meinung nach kann es das noch nicht sein und Target weiß das auch. Da haben wir uns schon im Feedback zu ausgetauscht. Natürlich brauchen die auch dieses Feedback und sind da auch sehr dankbar, denn nur so kann man letzten Endes die eigenen Produkte und die Produktpalette ausbauen und verbessern. Aber ganz klar muss man hier jetzt auch mal sagen, bei verschiedenen Kriterien, wie zum Beispiel die Menge an Farben, die Auswahl an Flight-Formen, die Auswahl vielleicht auch an noch zusätzlichen Schaftlängen, die Auswahl an Designs, die Haltbarkeit, die sich langfristig erst noch richtig beweisen muss, aber auch, ob der Preis sich dauerhaft dann so halten lässt, wenn dann weitere Farben und Spielerdesigns und so weiter kommen. All das sind einfach noch Themen, die bei den anderen Systemen schon geklärt sind. Da weißt du ganz genau, worauf du dich einlässt und da gibt es einfach mehr Auswahl. Und das war's von mir zu 3 Tagen mit dem K-Flex Shaft Flight System. Ich sage lieben Dank fürs Reinschauen, lieben Dank für eure Anregungen und Kommentare. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.